Sehr gut ist ja eine Beurteilung, damit kennst du dich aus als Religionslehrer. Okay? Ja. Ja. Na, ist so. Wirklich, wenn so die Kollegen fragen vor der Konferenz, na und, der Beinhofer Andi, was kriegt man bei dir? Sehr gut. Bist du sicher, der war in dem Semester nur dreimal da und da war er einmal angesoffen? Ja? Na, trotzdem, die anderen zweimal super mitgearbeitet, sehr gut. Okay? Wie wir da diese Meditation gemacht haben, der hat so ruhig geschlafen. Also das war eins. Ich gebe das ja immer wieder weiter. Probieren Sie das einmal aus. In Wirklichkeit, es ist eine Lebenseinstellung. Es ist eine Weltanschauung, ein Lifestyle. Ich sage immer, machen Sie das einmal, eine spirituelle Übung, so judging like a Rallye-Lehrer. Ja? Wo Sie auch hinschauen, es ist sehr gut. Weißt, du kriegst einen ganz anderen Blick auf die Welt. Es ist sehr gut. Oder auch die anderen Menschen, wenn man sie sieht. So in jedem Menschen das Gute sehen. Oder hardcore, in jedem Menschen Jesus sehen. Gib ihm manchmal als Hausübung, sage ich, ja, nehmt euch am Nachmittag eine Stunde Zeit, in jedem Menschen Jesus sehen. Oder wenn man es nicht christlich will, kann man sagen, in jedem Menschen Buddha sehen. Ne? Du hast damit die Stärken leichter. Ne? Und. Ja, du, na, das, glaubst du mir, du kriegst komplett neue Lebenserfahrungen. Weißt, wenn du so beim Hof an der Kasse stehst, ja, und der Typ vor dir stellt so die Flaschen aufs Bandel. Wo du denkst, Alter, die Kern hingelegt, ist das so schwer zu mir? Nicht aufregen, es ist Jesus, ist vielleicht das erste Mal beim Hofer. Okay, also. Darum hat er sich ja kein Wagerl genommen. Weißt, also, hat das alles irgendwie so hinschankliert, das wird wieder dauern, bis er es zusammengekramt hat. Okay, und dann kostet sein Einkauf kostet genau 28,90 und er hat es genau. Er muss nur die Münzen suchen, lasst der Zeit. Wir warten gern, Jesus. Ach, doch nicht genau, Bankomat, bitte, Wahnsinn. Wer hätte glaubt, dass der Jesus ein Bankomatkarten hat, gell? Und wenn hinten der Erste dann schon schreit, Alter, kennst du den Unterschied zwischen der echten Schlange und der Schlange beim Hofer? Bei der echten Schlange ist es Arschloch hinten, ja? Also, da bleibst du in deiner Übung drinnen, gell, so, und hast dann komplett neuen Blick aufs Leben.